Oh, Game Boy Advance, Advance Kalender, Game Boy Advance, Game Boy Advance Kalender. Fire Emblem. Also, ich sag's direkt. Ein Video über das erste Fire Emblem auf dem GBA zu machen, das ist, obwohl es bereits der siebte Teil der Serie ist und trotzdem bei uns nur schlicht den Seriennamen trägt, das ist ein bisschen, ja, anspruchsvoll. Zum einen, weil es ja ein eher spielzeitintensives und dazu andererseits auch ein visuell monotones Spiel ist. Das heißt, ich habe jetzt also die Auswahl zwischen folgenden Bildausschnitten. Die Karte, in der quasi das gesamte Spiel stattfindet. Die Kampfbildschirme, die sind wahrscheinlich sogar aufgrund der Kombinationen das visuell ansprechendste. Oder halt Ausschnitte aus langwierigen Textdialogboxen. Ich meine, ich könnte wahrscheinlich auch vereinzelt Szenen nachspielen, aber auch das wäre ja irgendwie... Na gut, aber dann schauen wir mal. In Fire Emblem schlüpft er in die Rolle des Strategen. Der bekommt abseits der paar Auftritte in Menüs wenig Aufmerksamkeit, ist aber dennoch auf eine bestimmte Art sehr wichtig, denn er kontrolliert das Geschehen. In der Spielwelt wird das so erklärt, dass er, also ihr, derjenige ist, der den Truppenmitgliedern rundenbasiert die Anweisungen gibt, wohin sie über die in Karos eingeteilten Karten gehen. Ob sie irgendwo verharren, Gebäude betreten sollen, in denen sie Ausrüstung kaufen können, oder gegnerische Einheiten belabern oder, und das passiert eigentlich am häufigsten, angreifen sollen. Und das Gekämpfe ist dann auch das zentrale Spielelement, das ihr mit euren taktischen Gehirnwindungen befeuern müsst. Das Kampfsystem beruht historisch, und erfahrene Fire Emblem-Spieler werden das wissen, auf dem Schere-Stein-Papier-Prinzip, beziehungsweise dem Waffendreieck der Waffenkategorien. Schwert schlägt Axt, Axt schlägt Lanze, Lanze wieder Schwert. Dazu gibt es noch Distanzangriffsmöglichkeiten wie Wurfäxte, Pfeil und Bogen oder Zauber und einzelne Waffen, die das System etwas aushebeln. Das sind unterm Strich aber alles Zusammenhänge, die man nach wenigen Stunden dann auch verinnerlicht hat. Unliebsame Überraschungen entstehen dann eher durch sporadisch auftauchende Feindestruppen oder unlogische taktische Entscheidungen der gegnerischen KI. Du kannst machen, was du willst. Die werden immer die Taktik fahren, den Schwächsten im Team zu attackieren. Das bringt sie zwar häufig auf den Präsentierteller für die nächste Runde, aber nicht selten kommt es vor, dass sie mit ihrer Absicht zuvor Erfolg haben. Das ist hier ein bisschen frustrierend, da es noch eins dieser frühen Fire Emblem-Spiele ist, ohne Zeit zurückdrehen oder die toten Charaktere sind beim nächsten Kampf wieder dabei. Es ist halt so, dass die toten Charaktere beim nächsten Kampf halt nicht wieder dabei sind. Die sind dann halt tot. Oder jedenfalls aus der Party. Deswegen kann ich im Allgemeinen nur raten, die schwächeren Einheiten gut zu schützen und diese stets außerhalb der Reichweite von potenziellen Angreifern zu platzieren. Ich bin ehrlich. Ich habe beim Tod eines Gruppenmitglieds immer direkt den GBA ausgeschaltet und den letzten Speicherstand geladen. Da hat man vielleicht so eine kleine zusätzliche Komfortfunktion, wenn man auf dem Emulator spielt, wenn ihr diesen Ansatz verfolgt, ist ja eure Handlungsfreiheit. Und wo wir schon von Handlungen und Verfolgen sprechen, ich finde die Handlung im Spiel ist sehr schwer zu verfolgen, denn diese wird immer nur zwischen den langen Kämpfen vorangetrieben und das halt in sehr undynamischen, zwei Charaktere schauen aneinander vorbei Einstellungen. Aber gut, wir reden hier immer nur von einem GBA-Spiel, schon klar. Inhaltlich gibt es nur leider auch nicht so viel Spektakuläres zu berichten. Das Nomadenmädchen Lin hat da so einen Opa mit Thron, auf dem sie ihm mal lieber folgen sollte als der böse Onkel, der natürlich von ihrem Ableben profitieren würde. Und ich muss gar nicht weiter erzählen, denn im Prinzip kann sich jetzt schon jeder die Handlung weiter selbst ausmalen. So zieht Lin mit einer stetig wachsenden Zahl von Freunden durch die Lande, um der Sache und dem bösen Onkel auf den Grund zu gehen. Lediglich, dass sich die Geschichte später aufgabelt sei hier noch erwähnt und dass am Ende noch ein Drache ins Spiel kommt. Ich meine, Drachen sind cool. Wenn du das Spiel heute noch anfasst, dann wahrscheinlich nur, weil du so ein komisches, obsessives Serienvervollständigungsdranggefühl hast. Wenn du spätere Serienteile kennst, dann wirst du hier einiges an Komfort vermissen. Ja, sogar das gesamte Beziehungssystem vermissen, um jetzt mal von mir auf andere zu schließen. Trotzdem, im Kern funktioniert alles in diesem sehr minimalistischen Ansatz. Und allein für diese Erfahrung lohnt sich dann der Durchlauf auch heute noch. Du stehst hinterher über deinem Handheld und stemmst dir die Fäuste in die Seite. Und das ist immerhin eine Reaktion, die der Intro-Jingle bei dieser Folge bei mir nicht hervorgerufen hat, als er fertig war.